Willkommen beim Quarterback Service Center. Sie sprechen mit Center Saverin. Guten Tag, Herr Ostermann. Guten Tag. Mir geht's gar nicht so gut heute. Mir geht's nicht so gut. Ah, was ist denn bei Ihnen? Ich glaube, ich bin zu weit gelaufen heute. Ich kriege irgendwie so schlecht Luft und ich habe mich schon hingesetzt auf einer Bank, aber mir geht's heute nicht so gut. Also Sie haben einen Spaziergang gemacht und Sie fühlen sich nicht so ganz ja, fit, genau. Sag ich mal. Ja. Ja. Und Sie sitzen schon, habe ich gehört. Ja, ich sitze jetzt, das geht ja nicht mehr. Gut. Haben Sie da einen guten Platz gefunden? Ja, es ist ein herrlicher Platz hier, ganz herrlicher Platz hier. Prima, das ist schön. Wie ist denn das Wetter bei Ihnen? Ja, das fängt gleich an zu regnen und ich habe auch meinen Regenschirm nicht dabei. Ich habe den habe ich vergessen. Okay. Ja. Können Sie sich vielleicht auch in der Nähe wo unterstellen? Ja, hier ist schon ein Baum, aber nachher gibt es ein Gewitter, dann ist ja nicht so gut, ne? Ja, da schaue ich mal. Sie sind ja bei Quarterback und haben mich über Quarterback auch angerufen. Ich bin schon dabei, im Moment jemanden zu benachrichtigen, der zu Ihnen kommen kann. Dann können wir einfach weiterschauen. Vielleicht hat er auch einen Regenschirm dabei. Ja, sagen Sie mir dann nochmal Bescheid. Ja, bleiben Sie doch dran, Herr Ostermann. Ja. Wir können uns einfach noch ein bisschen unterhalten. Ja, gut. Ich sehe gerade, es hat auch der Herr Merkle, den kennen Sie, glaube ich, den Herr Merkle. Der Max, ja. Bekannter von ihm. Ja, den Max, genau. Den kenne ich. Ja, Max Merkle, der hat gerade eben schon meine Anfrage angenommen und ist auf dem Weg zu Ihnen. Ich kann Ihnen aber nicht genau sagen, wie lange es dauert. Ja, der ist auch nicht so schnell, der ist auch nicht mehr so jung. Ja, ne. Das ist, wenn man ein bisschen älter ist, aber trotzdem macht man natürlich einen Spaziergang und dann ist auch gut, wenn jemand dazu kommt, dazu gerufen werden kann. Ja, ich krieg so schlecht Luft. Aber ich habe mich schon so in der Kutschehaltung hingesetzt, das habe ich gelernt. Ah, das ist gut. Ja, das, ja, ich sehe schon. Dann geht das sehr besser. Fit, Herr Ostermann. Ja. Sie machen das sehr gut. Sie sehen das? Sehen Sie mich? Ich kann Sie nicht sehen, Herr Ostermann, aber ich kann ungefähr sehen, wo Sie sind. Ah. Und ich kann auch sehen, dass der Herr Merkle bei Ihnen in der Nähe ist. Ja. Und sich auch zu Ihnen bewegt. Aber Sie können ganz beruhigt sein. Der Herr Merkle wird bald bei Ihnen sein. Sie können mir noch ein bisschen sagen, wo sind Sie denn lang gegangen? Was haben Sie heute unternommen? Ja, ich bin ja auf dem Rotenberg da, wo der König, der Wilhelm I., da die Kapelle da für seine Frau gebaut hat, die so früh gestorben ist. Also der muss schon ziemlich verliebt gewesen sein. Das ist eine dolle Kapelle. Ah ja, in Stuttgart steht es über der Stadt, ne? Genau. Und dann, ich auf der Karte gesehen. Ja. Genau, und dann kann man so runtergucken auf die Mercedes-Benz Arena. Das ist ja nicht so meins, dieser Fußball und so, ist ja alles so verrückt heutzutage, aber das kann ich alles sehen. Und die, wissen Sie, ich gehe ja schon seit 50 Jahren hier lang und ich sehe so, wie sich hier alles so verändert. Und früher gab es das alles nicht, diese ganzen Häuser da und Fabriken da. Aber heute rollen die Autos, heute ist mal kein Stau. Ah, okay. Das heißt, Sie wohnen schon lang in der Nähe vom Rotenberg und gehen sozusagen ums Haus bei Ihnen. Jeden Tag. Und bei dieser Jahreszeit ist ja besonders schön, ne? Da kommen ja jetzt die ganzen Blumen und die vergisst man nicht und so. Und später im Jahr gibt es dann da hinten die Himbeeren und die Brombeeren. Und Weintrauben darf man ja nicht essen, aber ich mache das trotzdem. Ja, da wird ja auch Wein angebaut in Stuttgart. Genau. Genau. Das ist ja toll, wenn Sie so nah am Rotenberg wohnen, dass Sie in so einer Gegend spazieren gehen können. Und dann werden die Wege dort sicher auch nicht verbaut werden in nächster Zeit, weil das ist ja schon ein wichtiger Punkt, wie ich den verstanden habe. Ja. Ganz schrecklich, ja. Ja. Ach, da kommt ja der Max. Max. Ja, geht schon wieder ein bisschen besser, aber ich glaube, es ist doch ganz gut, dass er kommt. Hallo, Max. Habe ich dich gefunden? Ach, da bin ich aber froh jetzt. Das funktioniert ja tatsächlich. Ja. Lass mich mal schauen. Kann ich das jetzt ausmachen oder kann ich jetzt hier auflegen? Ich denke, bist du da noch verbunden? Hallo? Ich kann auflegen, Herr Ostermann. Ja. Wie mache ich das? Ich bin da. Wie lege ich auf? Und jetzt ist er weg. Ich lasse es einfach. Ich stecke es in die Tasche. Ja, ich bin gelaufen. Ich gebe auch mal an, dass ich dich gefunden habe.
Ja, was hat sich denn hierher verschlagen? Ja, ich gehe ja jeden Tag hierher, aber ich bin ein bisschen weit gelaufen und meine Luft ist nicht so gut. Ich habe mich schon so hingesetzt, dass ich besser Luft kriege, aber... Geht schon besser. Ein bisschen, ja. Und dann fängt es vielleicht auch gleich an zu regnen. Ja, und ich habe stürmisch. Mein Asthmaspray zu Hause vergessen. Ah. Ja, das ist, eigentlich brauche ich das. Eigentlich brauchst du es. Da hat mich wohl das Service Center richtig angerufen, dass ich mal dazu komme. Ja, ja. Okay. Hören Sie mich? Oh, da ist noch, ach, der ist noch jemand in meiner, dran. Der ist noch in meiner Hosentasche. Ja? Hallo? Sie können. Ah ja. Gut. Kann ich Ihnen helfen? Sie können auch gerne die Verbindung verenden zu mir. Wenn der Herr Merkel jetzt bei Ihnen ist, der Herr Merkel kann sich bei mir melden, wenn er mir noch rückmeldet. Aber wie beende ich das denn? Ich kann auch beenden von meiner Seite. Gut, dann machen also Sie das. Also ich bin mal. Da, ich bin beim Otto. Gut. Tschüss. Ja, das ist schon ein tolles Ding, dass das funktioniert hier. Das ging jetzt auch ganz schnell. Ich habe dich wirklich super einfach gefunden. Also ich weiß ja, dass du hier immer spazieren gehst, aber wo genau ist ja auch ein weites Feld. Genau. Und heute bin ich ja besonders weit gegangen. Ja, aber es ist ja auch so schön. Es blüht ja alles, ne? Ja. Na, wollen wir jetzt, willst du noch ein bisschen sitzen bleiben oder wollen, ja, wir, ja, wollen wir uns auf dem Heimweg zusammen lieber machen? Ja, eigentlich brauche ich ja meinen Asthmaspray. Das hast du nicht dabei, ne? Du hast keinen Asthmaspray. Nee, ich war jetzt auch hier unterwegs. Ich war unten beim VfB mal im Fanshop für die Enkel gucken. Ja. Aber nee, Asthmaspray gibt es da nicht. Ja. Habe ich jetzt nicht dabei. Aber gut, wenn ich dabei bin, wir können es ja probieren, oder? Ja, gut. Schauen wir mal. Oder denkst du, dass du gar nicht auf den Füßen hältst? Ja, aber bis nach Hause schaffe ich es nicht. Na, wollen wir lieber dann mal... Wie kommen wir denn dann heim? Ja, ist keiner da, der uns... Hier, ich bin hier jetzt fahren auch nicht ja auch mit dem Auto da, ach aber so. Vielleicht haben wir irgendwie die andere Möglichkeit. Bräuchte ich noch eine Rückmeldung? Soll ich nochmal den Kollegen da, mit dem du gesprochen hast, vom SCP anrufen, ob er uns irgendeine Transportmöglichkeit vermitteln kann? Ja, hier fahren ja immer Autos, sonst müssen wir per Anhalter fahren. Gut, ich hatte jetzt hier meinen Einsatz beendet, aber ich kann ja da nochmal anrufen. Wir werden jetzt noch klären, wie es weitergeht. Manchmal kommt hier ja so ein Auto lang, dann können wir es ja auch anhalten. Ich probiere es mal, ich rufe da mal an, vielleicht hat er ganz schnell eine Lösung für uns. Mal schauen. Ja, ich setze mich mal, so kriege ich besser Luft. Ja, nicht, dass du mir dich halten kann ich auch nicht. Nee, ist alles gut, ich kenne das ja. Ja? Ja, ich habe ja nur mein Asthmaspray vergessen. Quarterback Service Center, mein Name ist Senta Severin. Ich grüße Sie, Herr Merkel. Hallo, Frau Severin. Genau, Sie haben mich gerade zum Otto geschickt. Und irgendwie schaffen wir es doch nicht gemeinsam zurück. Er hat sein Asthma-Spray vergessen. Und wir sind uns jetzt sehr unsicher, ob wir zu zweit den Heimweg angehen. Haben Sie irgendwie eine Möglichkeit, dass wir irgendwie mobil eingesammelt werden? Auto, also Taxi? Gibt es da eine Variante? Ja, ich sehe hier bei mir im System, dass die Frau Kehr vom Pflegedienst, die den Herrn Ostermann auch kennt und der Herr Ostermann sie schon seit vielen Jahren, dass die in der Nähe ist und auch ihre Quarterback-App eingeschalten hat, also momentan auch verfügbar wäre. Ich werde die Frau Kehr mal benachrichtigen und gehe mal davon aus, dass sie zu Ihnen kommt. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich mich bei Ihnen noch mal melden. Ja, das wäre super. Ansonsten also, wird die Frau Kehr zu Ihnen kommen. Ja? Ja, haben Sie einen guten Platz mit dem Herrn Ostermann, wo Sie bleiben können? Wir sitzen hier ganz gemütlich auf der Bank mit schöner Aussicht. Im Moment gibt es den Otto auch wieder ganz gut, aber ja, wir warten dann mal, prima, was kommt. Ne? Die Frau Kehr, gut, sagen Sie. Frau Kehr, gut. Frau Kehr, genau. Caro Kehr, wir beide würden dann auflegen. Ja. Dann kann die Frau Kehr mich auch erreichen. Gut, vielen Dank, Frau Severin. Super, vielen Dank. Danke ebenso. Wiederhören, tschüss. Ja, die kenne ich gut, die Frau Kehr. Ja, also die Frau Severin möchte jetzt uns die Frau Kehr schicken. Die ist wohl in der Nähe. Die kenne ich gut. Die kennst du gut? Ja. Perfekt. Ja, die kenne ich gut. Dann wird die uns gut helfen können. Er hat gesagt, wenn es nicht klappt, meldet er sich nochmal. Dann hat er bestimmt eine andere Lösung. Aber er geht davon aus, dass sie kommt. Ja, hier fahren ja auch immer mal. Hier stehen ja auch Autos. Sonst fragen wir die einfach mal. Hier kommen, du wirst gut, lachen. Also ganz viele Gartenanlagen hier, also in Stuttgart ist das faszinierend. Da kommen die Menschen wirklich bis vor die Gartentür mit dem Auto. Das ist typisch Stuttgart. Das ist typisch Stuttgart. Quarterback Service Center. Und da unten ist Mercedes Arena. Senta Severin. Ich grüße Sie, Frau Kehr. Und heute ist kein Stau, siehst du? Heute fahren die Autos. Stimmt.
Ja, da nach Schwäbisch Gmünd raus und so, da steht man immer. Ich habe eine Anfrage vom Herrn Ostermann, bei dem auch schon der Herr Merkle ist, ein guter Bekannter, der ist spazieren gegangen und hat sich jetzt nicht so wohl gefühlt. Ich kenne das. Sowohl vom Kreislauf her fühlt er sich nicht so gut, als auch, dass er leichte Asthma-Probleme hat. Er hat wohl sein Asthma-Spray auch nicht dabei. Ich glaube, er kam auch etwas in Stress, weil das Wetter wohl nicht so gut aussieht, wo er ist und er keinen Regenschirm mit hat. Der Herr Merkle ist jetzt bei ihm, der konnte ihn schon beruhigen. Zusammen auf einer Bank, aber die hätten gern die Möglichkeit, dass zumindest der Herr Ostermann mit dem Fahrzeug nach Hause zurückgebracht wird. Das schaut so aus, als wäre es für ihn schwierig, dass er alleine läuft. Da habe ich gesehen, dass Sie in der Nähe sind und Sie haben beim mobilen Dienst ja normalerweise ein Fahrzeug dabei. Ich hoffe, dass das der Fall ist. Die verletzen sich und dann werden sie rausgeschmissen und dann faulen sie und dann gibt es Millionen, was die verdienen und dann kauft einer den anderen ab. Ich denke, es genügt, wenn Sie nach Hause fahren. Ich habe das Gefühl, dass er mehr etwas im Stress ist durch vielleicht nahendes schlechtes Wetter. Ich habe mit ihm selbst ja auch gesprochen, er hörte sich gut an. Mein Vater hat bei Preußen Münster gespielt. Fühlte sich nicht fest. Jetzt nach Hause der hat noch, der hat noch richtig gespielt. Mein Urgroßvater beim Hertha BSC. Mein Urgroßvater. Prima, vielen Dank, Frau Kehr. Jahre ist das her. Ja. Wiederhören. Und die Frau Kehr, die kommt aber irgendwie nicht, ne? Die braucht irgendwie lange, ne? Also ich habe mal, sie hat gesagt, sie meldet sich, die Frau Severin, aber... Na, hoffentlich fängt es nicht doch an zu regnen. Das ist auch schon sehr komisch. Ja. Aber wir haben bestimmt Glück. Na, ich bin ja nicht alleine. Ja, das war eine gute Entscheidung, sich für das System zu entscheiden, oder? Ja. Das ging wirklich einwandfrei. Ja, dass das überhaupt geht, das ist ja ein Wunder eigentlich. Also so alles Neue ist ja nicht schlecht. Das dürfen wir sagen, oder? Ja. Ja. Und da hat man hier so einen schönen weiten Blick. Gehst du ja wirklich öfter und regelmäßig, ja? Jeden Tag. Na, ich hoffe, du bist dann fit morgen für die Kartenrunde. Na klar. Wollten wir uns nicht treffen? Na klar, für Karten bin ich immer fit. Sehr gut. Für Karten. Ich habe jetzt ein neues Spiel gelernt. Ja? Ja, das heißt Bonanza. Was? Ja, da geht es um Bohnen. Da muss man Bohnenfelder anbauen und dann muss man immer tauschen. Dann können wir das doch morgen mal in die Runde einbringen, dass wir mal von diesem Skat wegkommen. Genau. Ich baue gerne Sojabohnen an. Mit denen habe ich immer Glück, die gelingen mir immer. Sojabohnen. Ist das nicht so was Veganisches? Ja, aber es gibt auch Feuerbohnen und es gibt blaue Bohnen. Kidneybohnen. Ja, gibt es alles. Rote Bohnen, Linsenbohnen, alles Mögliche. Linsen und Spätzle hätte jetzt auch was. Ja. Ja, aber irgendwie braucht es doch lang, bis die Frau Kehr kommt, oder? Sie hat mir jetzt nicht gesagt. Ich sehe jetzt auch gar nichts, wo sie herkommt. Na, hoffentlich kommt sie mit dem großen Auto, weil wir sind ja jetzt zu zweit. Das hat mir Frau Severin jetzt gar nicht gesagt, wie sie unterwegs ist, die Frau Kehr. Ja, die hat die arme Frau muss nicht den ganzen Berg hinauf. Die hat doch so einen großen Mercedes. Ah. So einen richtig großen, so einen teuren. Ja. Ja, und wer kommt morgen noch zum Kartenspielen? Also ich und du. Müllers Kuh. Vielleicht der Werner und der Hans. Ach, da ist sie ja. Ach. Das ist aber nicht der große Mercedes. Na, ich weiß ja nicht. Und ich habe keinen Regenschirm dabei. Das hat sich schon ein bisschen verzogen. Das ist auch so was Modernes. Ich meine, wir sind ja früher auch Fahrrad gefahren, aber wir sind selber gefahren. Das Ding, das hat ja so einen Motor, ne? Ja. Ja, na, ich weiß ja nicht, ob das gut geht. Hallo Frau Kehr. Das ist aber schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ja, Herr Merkle, schön, dass Sie gekommen sind. War das jetzt schwierig? War das jetzt doof für Sie? Gar nicht. Wir waren ganz in der Nähe und wir kommen gern, wenn wir helfen können. Wie geht's Ihnen? Es geht so, aber ich habe mein Asthma-Spray vergessen. Ich traue mich nicht heimzulaufen. Ja, aber so weit geht's Ihnen ja, gut. Also ja, ich kenne das ja. Ja. Mit dem da, ja? Ja, wenn Sie möchten, können wir gerne mit dem Fahrrad fahren, schön umweltfreundlich. Oh, ja, das hat ja auch was. Ja. Dann würde ich Sie jetzt, wenn Sie möchten, nach Hause bringen. Früher war das anders, da hat man hinten drauf gesessen.
Ja, das mal vorne ist deutlich sicherer, ja, in dem Fall. Ach so. Und auch deutlich bequemer. Ich habe auch eine Decke und einen Helm dabei, wenn Sie möchten. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nein, also ein Helm. Kein Helm. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, wenn Sie möchte, bringe ich Sie nach Hause. Gut, dann gehe ich mal. Und sehen wir uns dann morgen früh. Wir sehen uns morgen und ich würde mich heute Abend nochmal melden, ne, ob du heimgekommen bist. Gut. Ja, genau, das ist gut. Danke, Frau Kerr. Tschüss. Tschüss, Auto. Bis dann. Da haben Sie sich aber einen schönen Spazierweg ausgesucht hier. Ne? Ja, das ist ja hier, da ist die Mercedes-Benz Arena. Mhm. Da spielen die Verrückten immer Fußball. Ein Blick über ganz Stuttgart. Ja, ganz Stuttgart. Ja. So, wir reiten unser Gefährt vor. Ja. Na, ich weiß ja nicht. Aber zum Glück regnet es nicht. Ja, traumhaftes Wetter zum Fahrradfahren. Sieht ein bisschen aus wie eine Badewanne. Ja, wie so eine Sitzbadewanne. Früher hatten wir sowas da. Früher sind wir immer in so Sitzbadewannen eingestiegen. Das ging auch so. Und Helm möchten Sie keinen? Auf gar keinen Fall. Darf ich ihn da vorne reinlegen? Ja. Und eine Decke für die Fahrt? Och, nö, brauche ich nicht. Dann tun wir die auch da reinstützen. Gut, wenn Sie sich ein bisschen während der Fahrt festhalten, passieren kann nichts. So ein Griff wäre gut, ne? Mhm. Geht so? Ja, geht so. Bequem, ja? Ja, in der Badewanne gibt es ja auch keinen Griff. So. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, Achtung, es geht, oder? Wir starten. Ja. Achtung. Huch, hier, huch. Na, aber ich weiß nicht. Meinen Sie, das geht gut? Ja, Hilfe. Ach du meine Güte. Ach, das wackelt ja wie ein Lämmerschwanz. Du meine Güte. Die sind jetzt wohl zusammen unterwegs. Sie sprechen mit dem Quarterback Service Center Santa Severin am Telefon. Ich begrüße Sie, Frau Kehr. Ah, das ist schön. Ich habe schon gesehen, dass Sie unterwegs sind. Prima. Ihnen ebenso. Danke, Frau Kehr. Grüßen Sie auch den Herrn Ostermann. Wiederhören.